Ja, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Führung im und vorm dem Literaturhaus Berlin. Mein Name ist Sebastian Januszewski und ich möchte Ihnen heute die Geschichte des Grundstücks des Gebäudes Fasanenstraße 23 ein wenig vorstellen. Hier an dieser Stelle allerdings möchte ich Ihnen nur kurz über den jetzigen Zustand, den Ist-Zustand des Literaturhauses etwas erzählen. Das Literaturhaus Berlin wurde 1986 gegründet. Das ist somit das allererste Literaturhaus, was es in Deutschland, ja man kann sogar sagen, was es in der Welt gegeben hat. Das führt natürlich gleich zu der Frage, was ist ein Literaturhaus? Meine persönliche Definition wäre, ein Literaturhaus ist ein Ort, ein Gebäude, was komplett der Literatur gewidmet ist. Wir haben hier drei Komponenten. Einmal den Veranstaltungsort Literaturhaus, eben mit Ausstellungsräumen, Lesungsräumen. Dann im Souterrain des Hauses ein Buchladen und, wenn man so will, in der Hochparterre ein literarisches Café. Zur Organisation und zur Struktur des Hauses. Es gibt zwei Leiterinnen, die sind für das Programm verantwortlich, Sonja Longolius und Janika Gellinek. Darüber hinaus gibt es noch 7 Festangestellte. Wir sind eine Institution, die vom Land Berlin institutionell gefördert wird und versuchen damit eben das Programm zu bestreiten und natürlich die laufenden Kosten und sofern wir Autoren einladen können, die Honorare und Reisekosten zu übernehmen. Darüber hinaus gibt es 2 Apartments, die sich unter dem Dach befinden, vorbehalten natürlich Autoren, die von auswärts kommen. Bevor wir hineingehen, jetzt tatsächlich ins Haus hineingehen, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass Sie, wenn Sie dann vor der Eingangstür stehen, dass Sie mal auf den Boden schauen, denn da steht das Wort Salve, das natürlich auch ein literarisches Zitat natürlich, denn unser großer Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe hat ja, wie Sie natürlich wissen, an seinem Wohnhaus in Weimar auch unten vor dem Eingangstor Salve stehen. Wenn wir uns mit der Geschichte des Literaturhaus Berlin oder mit der Fasanenstraße 23 beschäftigen wollen, müssen wir uns sowohl zeitlich als auch geografisch ein wenig von Berlin fortbewegen und von dieser Zeit, und zwar in das Jahr 1869 und an die Ostküste Grönlands. Am 15. Juni 1869 stach die sogenannte zweite Nordpolarexpedition von Bremerhaven aus in See. Die zweite Nordpolarexpedition bestand aus 2 Schiffen, einmal der Hansa, einmal der Germania. Die Aufgabe dieser Polarexpedition war, an die Ostküste Grönlands vorzudringen und so weit wie möglich an der Küste nach Norden vorzudringen und dort eigentlich sämtliches wissenschaftliches Material zu sammeln, sei es geologisches, sei es botanisches, sei es geografisches Material. Im Eis dann zu überwintern und 1870 wieder zurückzukehren nach Deutschland. Dem ersten Schiff der Germania ist dies gelungen, dem zweiten Schiff der Hansa nicht ganz. Bereits im Oktober 1869 wurde die Hansa vom Eis eingeschlossen. Die Mannschaft, 16 Männer, ahnten nichts Gutes, sodass sie bereits recht früh angefangen haben, auch lebensnotwendige Utensilien von Bord zu holen und auf das Eis zu lagern, darunter auch 2 später sehr wichtige Rettungsboote. Und tatsächlich ist es dann passiert, dass am 22. Oktober 1869 die Hansa durch die starken Eispressungen dann vom Eis zerquetscht worden ist und letztendlich gesunken. Vielleicht merken Sie sich den ersten Steuermann der Hansa. Sein Name war Richard Hildebrand. Das Besondere bei dieser Expedition war, dass alle 14 Männer dann ungefähr 200 Tage lang auf einer zunächst gigantisch großen, dann immer kleiner werdenden Eisscholle im Meer getrieben sind, was ihnen dann jeden Teilnehmer eigentlich später dann Berühmtheit gebracht hat. Und das Besondere auch, dass eben keiner bei dieser Expedition umgekommen ist. Zunächst, wie gesagt, auf einer gigantisch großen, dann immer kleiner werdenden Eisscholle sind sie an der Ostküste Grönlands in südliche Richtung getriftet. Das konnten die Männer natürlich durch ihre seemännischen Erfahrungen feststellen. Und sie wussten, dass die Südküste Grönlands bewohnt ist, dass dort sozusagen Rettung wartet. Und nach 200 Tagen konnten sie dann die Eisscholle verlassen und in die Rettungsboote steigen. Das hat allerdings immer noch einen Monat gedauert, bis sie dann den ersten Ort in der Südküste Grönlands erreicht haben, den Ort Friedrichsthal. Am 13. Juni erreichten sie dann den Missionsort Friedrichsthal und waren somit gerettet. Schließlich sind die Teilnehmer der Expedition mit einem dänischen Schiff zurückgekehrt nach Deutschland. Auch heute noch trägt ein Kap an der Ostküste Grönlands den Namen Hildebrand, das sogenannte Kap Hildebrand.
Ich sagte es ja schon, die Teilnehmer der Expedition wurden durch diese Schollenfahrt berühmt. Einige Männer der Mannschaft haben später mit Vorträgen ihr Geld verdient. Unser erster Steuermann, der Hansa Richard Hildebrandt, wurde dann sozusagen auch Teil der, ein etwas paradoxer Begriff, aber in dem Fall wohl richtig, der regionalen Weltliteratur bei Theodor Fontane, Wanderung durch die Mark Brandenburg. Im Kapitel Drei Linden taucht auch Richard Hildebrandt auf, und zwar berichtet er dort bei Fontane dem Prinzen Friedrich Karl von Preußen seine Abenteuer auf der Eisscholle. Wir kommen jetzt schon ein wenig, zumindest geografisch ein wenig näher nach Berlin, an die Fasanenstraße 23. Hier vom Wintergarten möchte ich Ihnen vom Magdeburger Industriellen Hermann Gruson berichten. Hermann Gruson ist zunächst in die Lehre gegangen hier in Berlin bei August Borsig, bei dem Eisenbahnfabrikanten, ist dann zurückgekehrt nach Magdeburg und hat dort sein eigenes Eisenwerk errichtet und ist durch ein Verfahren, was er entwickelt hat, womit Stahl besonders fest wird, sehr erfolgreich geworden, hat natürlich auch Eisenbahnaufträge übernommen und später ist er dann auch eingestiegen ins Rüstungsgeschäft, was natürlich auch wesentlich lukrativer war. Er ist einer der reichsten Personen des damaligen Deutschland gewesen. Zu Hermann Gruson müssen Sie natürlich auch wissen, er war ein leidenschaftlicher Kakteensammler, er hatte einer der größten Kakteensammlungen Europas und er hat auch testamentarisch verfügt, dass die Stadt Magdeburg einen Geldbetrag erhält und von diesem Geldbetrag sollte dann ein Gewächshaus erbaut werden, was dann auch seine Kakteensammlung aufgenommen hat. Das Gewächshaus wurde 1896 eröffnet. Und ganz wichtig natürlich auch zu Hermann Gruson, Sie kennen ihn vielleicht, diesen etwa 50 cm hohen Kaktus, also Kugelkaktus, der im Volksmund auch Schwiegermutterstuhl genannt wird. Was Sie vielleicht nicht wissen, der lateinische Name für diesen Kaktus ist Echinocactus grusonii und ist natürlich nach unserem Hermann Gruson benannt. Hermann Gruson, der reiche Magdeburger Industrielle, hatte eine Tochter Luise Gruson. Sie wurde 1851 in Magdeburg geboren. Sie sehen hier eine Abbildung oder ein Gemälde von Edmund Wodig aus dem Jahre 1871. Und vielleicht sehen Sie im Hintergrund den Amor, der gerade einen Pfeil abschießt. Nun, dies weist genau auf die Verlobung mit unserem ersten Steuermann der Hansa, Richard Hildebrandt, hin. Hermann Gruson, der reiche Magdeburger Industrielle, war zunächst vehement gegen diese Heirat. Es ist überliefert, dass er gesagt hat, ein Seemann niemals. Verwandte Freunde haben sich dann aber für diese Hochzeit eingesetzt, dass die beiden heiraten konnten. Und allerdings hat es wohl 3 Jahre gedauert. 1874 konnten die beiden dann heiraten. Richard Hildebrandt ist weiter zur See gefahren. Er hat noch an wissenschaftlichen Exkursionen teilgenommen, ist aber dann relativ bald in die Marine eingetreten. Und war aber dann auch immer für längere Zeit unterwegs. Also wir sprechen jetzt nicht von 1-2 Monaten, sondern wenn er auf Fahrt war, dann 1 Jahr, 1,5 Jahre. Luise Gruson oder Luise Hildebrandt in dem Fall schon hat immer unter seiner Abwesenheit gelitten. Deshalb hat er sich bemüht, eine Stelle an Land zu bekommen. Das hat zunächst in Kiel funktioniert. Er war da auf einem Schulungsschiff und dann hat er eine Stelle hier in Berlin am Reichsmarineamt bekommen, sodass die beiden dann nach Berlin gezogen sind. Sie haben zunächst am Kurfürstendamm gewohnt und dann hat sozusagen als verspätetes Hochzeitsgeschenk Hermann Gruson den beiden dieses Grundstück hier in der Fasanenstraße 23 gekauft und eben auch das Haus erbauen lassen. 1889 war Grundsteinlegung und bereits 1 Jahr später, 1890, konnten die Hildebrandts hier das Haus beziehen. Dadurch, dass die Hildebrandts einen großen Bekanntenkreis hatten und auch einen großen Verwandtenkreis und Richard Hildebrandt mit seiner Teilnahme an den Exkursionen und auch eben, dass er Teil der Marine war, hatten die Hildebrandts einen unglaublich großen Bekanntenkreis. Und ja, man kann schon sagen, dass es war jetzt nicht unbedingt ein Salon, aber es tendiert in die Richtung, dass mindestens jeden zweiten Abend doch hier Zusammenkünfte stattgefunden haben. Unter den Gästen waren Offiziere, Afrikaforscher, Ägyptologen, Professoren, aber eben auch sehr viele Künstler. Das Ehepaar Hildebrandt war künstlerisch interessiert. Also wir wissen durch die Tagebücher der Hildebrandts, dass sie sehr häufig Theateraufführungen besuchten oder eben auch Konzertaufführungen. Dann wissen wir, dass sie hier in der Nähe war ja der Lunapark, da waren sie wohl auch ab und an zugegen.
Allerdings auch das Ehepaar Hildebrand war kaisertreu. Zu jedem Geburtstag des Kaisers wurde im Garten die Flagge gehisst. 1911 ist Richard Hildebrand in Baden-Baden gestorben. Luise Hildebrand hat während des Ersten Weltkrieges hier im Haus ein Reservelazarett geführt und ist dann aber auch im März 1916 gestorben. Noch heute existiert das Grabmal Hildebrand auf dem Luisenfriedhof Nummer 3. Wir haben im Haus auch ein Gipsmodell, das der enge Freund der Hildebrands, Johannes Götz, entworfen hat. Das heißt Abschied. Es wurde allerdings dann nicht für das existierende Grabmal verwendet. Das stammt von Fritz Klimsch. Aber Johannes Götz, wie gesagt, entwarf auch einen Entwurf für das Grabmal. Und es stellt eben einen Mann dar, wie er sich von einer Frau verabschiedet. Die Erben der Hildebrands versteigerten dann 1916 die Intarsien und das Grundstück samt Gebäude. Es gab dann verschiedene Besitzer. Wichtig für die weitere Entwicklung, für die weitere Geschichte des Hauses ist dann, dass ab 1918 der Warenhauskonzern Wertheim die Immobilie erworben hat. Plan damals war, zwischen Fasanenstraße und Uhlandstraße ein Warenhaus zu errichten. Literarisch interessant wird es dann ab Anfang 1927, denn da hat die Alexander von Humboldt Stiftung das Haus von Wertheim gemietet. Die Alexander von Humboldt Stiftung war verantwortlich für ausländische Studierende hier in Berlin. Und nicht, dass Sie das falsch verstehen, es war also sozusagen kein Wohnheim, die Studenten haben hier nicht gewohnt, sondern es war eher ein administratives Gebäude. Das heißt, die Studenten konnten kommen, sich hier Rat und Hilfe erhalten. Suchen. Es gab ein Café, ein Restaurant, konnten sie günstig zum Mittag oder zum Abendessen. Es gab eine internationale Zeitungsecke, bei der sie Zeitung lesen konnten und wohl auch berühmt und bekannt war der Donnerstagabend, denn dann wurde hier im Haus Tischtennis gespielt. Internationale Studenten gingen ein und aus, darunter waren auch russische Studenten, darunter Michail Gorlin und Raisa Bloch. Diese beiden Ex-Petersburger haben hier im Haus eine kleinere kulturelle Veranstaltungsreihe durchgeführt, und zwar hieß die Natschertag hier, das ist russisch und bedeutet auf dem Dachboden. Besonders hervorheben möchte ich den 13. November 1927, die dritte Veranstaltung von Natschertag hier. Da hat ein gewisser Sirin Gedichte vorgetragen, die den Verlust seiner russischen Heimat thematisieren, und auch Esat Bey hat orientalische Märchen in eigener Fassung erzählt. Vielleicht sagt Ihnen das Pseudonym Sirin nichts. Ich möchte es hiermit lüften. Sirin ist der Autor, der spätere Autor von Lolita, Wladimir Nabokov, der hier im November 1927 gelesen hat. Worauf wir natürlich auch als Literaturhaus besonders stolz sind. Literaturnobelpreisträger Thomas Mann hat auch im Literaturhaus Berlin gelesen. Natürlich nicht zu der heutigen Zeit, aber damals unter der Ägide der Humboldt-Stiftung. Im Dezember 1929 ist er auf Einladung der internationalen Studentenschaft hier eingeladen gewesen und hat aus seinem damals noch unveröffentlichten Felix Krull vorgelesen. Die Humboldt-Stiftung ist dann circa Ende 1930 wieder ausgezogen. Der Name hat sich allerdings erhalten, sodass auch noch weit in die 30er Jahre der Begriff Humboldt-Villa erhalten geblieben ist. In der Humboldt-Villa hat dann auch Viktor Otto Stomms mit seinem Verlag Die Rabenpresse mehrere Lesungsabende abgehalten. Dabei wurden natürlich neuere Publikationen seines Verlages vorgestellt. Unter anderem hat hier 1932 Paul Zech Terzinen für Tino vorgestellt oder Max Hermann Neisse 1932 aus seinem Gedichtband Musik der Nacht vorgetragen, welches ebenfalls in der Rabenpresse erschienen ist. Aus diesem Gedichtband Musik der Nacht möchte ich Ihnen kurz ein Gedicht vortragen von Max Hermann Neisse. Es heißt Frühlingsahnen im Tiergarten. Marmorn strahlt Diana durch die Zweige, die allmählich an den Frühling denken. Ihrer Nacktheit will des Bettlers Geige seine letzten Winterlieder schenken. Mittags kann die Sonne erste Wärme dieser weißen Hüften schon liebkosen, und es scheint, die lauten Sperlingsschwärme Eifersucht jetzt lenzhaft zu erbosen. Auch die Pärchen auf dem Schlittschuhteiche flammen von verjüngter Lust entzündet, und es hat sogar die Göttergleiche kreisenhaften Wünschen sich verbündet.
Der Gelähmte darf, um zu gesunden, seine welken Hände an sie legen, aber dann jagt sie mit ihren Hunden hochzeitlich dem Frühlingsgott entgegen. Mindestens seit 1934 hat dann das Haus komplett das Deutsche Rote Kreuz genutzt. Das wissen wir von einer Postkarte, die im Zentrum für Berlin-Studien aufgetaucht ist, auf der eben steht, dass der Mieter Deutsches Rotes Kreuz ist und das Haus ein sogenannter Männerverein war, was wohl nichts anderes bedeutet als ein Erholungsheim für Männer. Das war auch die Nutzungsart bis Ende des Krieges 1945. Unmittelbar nach Kriegsende wurde hier im Haus eine Volks- und Armenküche errichtet. Und ich habe es auch selbst noch erlebt, dass Besucher kommen und mir erzählen, dass sie sich noch erinnern können, dass sie hier im Sommer 1945 ihre Suppe abgeholt haben. Ende der 40er Jahre wurde dann im Haus ein Flüchtlingsheim errichtet, was bis etwa 1953 Bestand hatte. Die Kapazität dieses Flüchtlingsheims waren 200 Plätze. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, das Haus ist nicht sonderlich groß, dass in jedem Raum, in diesem Raum und auch im benachbarten Raum, im Untergeschoss und auch im Dachgeschoss überall Betten standen. Im Zuge der Eröffnung des zentralen Notaufnahmelagers Marienfelde 1953 wurde dann eben dieses kleinere Flüchtlingsheim hier in der Fasanenstraße geschlossen. 1953 ist dann das Deutsche Rote Kreuz ausgezogen und nach 1953 gab es verschiedene Nutzungen, unter anderem Pensionen oder eine Yogaschule hat hier eröffnet oder auch ein Nachtlokal. Künstlerisch interessant ist es dann ab Dezember 1962, denn da hat Manjach Mell hier ihr Tanzstudio in der ersten Etage eröffnet. Es existierte bis ca. 1965. Manjach Mell war Schülerin von Mary Wigman, war dort zunächst bei ihr im Studio, hat sich dann aber unabhängig gemacht und hat hier in der Fasanenstraße 23 ihr eigenes Tanzstudio eröffnet. Zumindest vom Dezember 1962, also bei der Eröffnung, wissen wir, dass es eine öffentliche Aufführung auch hier im Haus gab. Meistens natürlich war aber das Tanzstudio den Proben vorbehalten und die Stücke wurden dann in der Akademie der Künste gezeigt. Noch während Manjach Mell in der ersten Etage ihr Tanzstudio hatte, eröffnete im Hochparterre ein Nachtlokal, das sogenannte Deutsche Vita. Der Besitzer des Deutsche Vita hatte die so glorreiche Idee, einen Babyelefanten für seine Darbietung einzusetzen und so kam der Elefant Berolina ins Haus. Aufgabe von Berolina war es, während der Abende auf einer Riesenmundharmonika zu spielen. Jetzt fragen Sie mich nicht, wie das ausgesehen hat. Und als Höhepunkt der Darstellung eine Tänzerin zu entkleiden. Der Elefant wurde im Keller gehalten und es war Anfang Mai 1965 und dementsprechend wohl auch noch die Nächte recht kühl, sodass er sich einer Lungenentzündung mit Bronchitis zugezogen hat und daran auch gestorben ist. Das führte natürlich zu Recht zu diesem Aufreger in der BZ und zu dieser Schlagzeile Babyelefant im Nachtlokal gestorben. Wenn Sie den Artikel weiterlesen, können Sie dann auch erfahren, dass es Wellen geschlagen hat bis nach Frankfurt am Main. Der damalige Zoodirektor des Zoos von Frankfurt am Main, Herr Professor Bernhard Schimek, fühlte sich auch dazu veranlasst, etwas zu sagen, und zwar Folgendes. Auf keinen Fall gehören Tiere in Nachtlokale und schon gar nicht ein so junger Elefant. Ab den frühen 70er Jahren häufen sich sozusagen dann die Angriffe auf das Haus. Wertheim, die ja nach wie vor Besitzer waren, wollten wieder an der Stelle zwischen Fasanenstraße und benachbarter Uhlandstraße das komplette Areal abreißen und ein Warenhaus hinbauen. Teilweise gab es auch Pläne, hier einen Hotelneubau auf das Grundstück zu setzen und natürlich vorher die Gebäude abzureißen. Seitens der Stadt Berlin gab es den Plan, die komplette linke Seite der Fasanenstraße, also die Seite, auf der wir uns befinden, abzureißen und eine Autobahnunterführung unter den Kurfürstendamm zu errichten, als Entgegenkommen bezüglich des wachsenden Verkehrs der damaligen Zeit. Dazu ist es nicht gekommen. Also wir haben, denke ich, sehr viel einer Bürgerinitiative zu verdanken, die aus Anwohnern bestand. Und diese Bürgerinitiative hat sich vehement für den Erhalt dieser historischen Substanz hier eingesetzt. Man darf aber auch nicht vergessen, dass eine gewisse Sensibilisierung seitens des Senates eingesetzt hat, dass sozusagen nicht die erste Lösung ist, immer alles gleich abzureißen, sondern dass vielleicht auch eine Idee darin besteht, historische Substanz zu erhalten.
Wie gesagt, Wertheim wollte immer abreißen. Das führte dann zu ganz merkwürdigen Situationen. Die Bild-Zeitung zum Beispiel hat einen Aufruf gestartet, dass sie Geld sammelt für die Sanierung der Gedächtniskirche. Wertheim hat gesagt, ja, wir geben euch Geld für die Sanierung. Im Gegenzug dafür dürfen wir hier das Ensemble in der Fasanenstraße abreißen. Wie gesagt, dazu ist es nicht gekommen. Die Bürgerinitiative hatte sich dafür stark gemacht. Seit Oktober 1980 ist dann in einem Schnellverfahren das Haus unter Denkmalschutz gestellt worden. Seit 1984 wurde das Haus dann saniert und renoviert. Für die Restauratoren war es zum Beispiel eine Überraschung, den Bogen, den Sie hinter mir sehen, diesen romanischen Mosaikbogen, zu entdecken, denn der war komplett unter einer Gipsschicht verborgen. Ebenso waren einfach die Gemälde links und rechts des Eingangs einfach mit Farbe übermalt und die Restauratoren haben sie dann sozusagen wieder entdeckt und sich darüber gefreut und natürlich auch wieder frisch angestrichen. Im Juni 1986 wurde dann das Literaturhaus Berlin eröffnet. Es gab allerdings auch schon vorher Veranstaltungen, die vom Literaturhaus Berlin organisiert wurden, allerdings noch nicht im Haus stattfinden konnten, weil es noch nicht fertig war. Die allererste Veranstaltung vom Literaturhaus Berlin organisiert war eine Gedenkfeier zu Gottfried Benn. Die zweite Veranstaltung war eine Veranstaltung zum 100. Geburtstag von Max Hermann Neisse, die man, da das Haus ja noch nicht fertig war, einfach vor den Türen seines ehemaligen Wohnhauses auf dem Kurfürstendamm 215 abgehalten hat. Dort hatte man ein Mikrofon aufgestellt. Der damalige Leiter des Hauses, Herr Erbert Wiesner, hat die Eröffnung gehalten und es wurden Gedichte von Max Hermann Neisse gelesen am Kurfürstendamm 215, wo übrigens auch eine Gedenktafel heute noch an ihn erinnert. Ich möchte diese Führung, diese geschichtliche Führung durch das Haus Fasanenstraße 23, durch das heutige Literaturhaus, ja, weil es gerade passt, mit einem Gedicht von Max Hermann Neisse beenden. Max Hermann Neisse, Ascher, Mittwoch-Couplet. Vielleicht nochmal, kann ich einfach so nochmal einsetzen? Max Hermann Neisse, Ascher, Mittwoch-Couplet. Spät nachmittags um 16:30 Uhr lieg ich wie eine alte Hur immer noch im Bett. Kaffee und Brötchen blieben stehen, die Briefe warten unbesehen auf dem Frühstückstablett. Im Munde ekelt der Geschmack von zu viel Cognac und Tabak. Die blöde Melodie vom letzten Tanz werde ich nicht los. Den dummen Text, was machst du bloß mit dem Knie? Wo lohnt sich irgendeine Mühe? Man stirbt so hin, ob spät, ob früh. Da hilft kein Gebet. Betrinkst du dich, hältst du Diät. Man stirbt so hin, ob früh, ob spät. Verwelkt, verwest, verweht.